Oh, nö. Komm, du hast mal eine Phase, du tust nur so, als ob. Für alle Zeitstücke. Und deine Seele. Nimm all dein Zeug. Hau ab. Hau einfach ab. Na gut, hab keine Wahl. Ah, oh, be my best friend forever. You understand that's not how contracts work, right? Doch, der funktioniert so. Du hast deine Seele zurück, du fühlst dich erleichtert, fröhlich und nur die übliche Menge an leer. Yes? No? Hello? Are you there? Weren't you saying anything? You're quite the character, aren't you? And a tough negotiator. Fine. I'll sweeten the deal for you. Okay, aber du musst mein BFF werden. Here, take my last timepiece. If I continue to see you around my forest after this, I'll be very disappointed. Lass dich noch einmal drücken. Plop. Danke. Und mein Hut. Da, du hast ja noch nicht unterschrieben, dementsprechend, den kannst du bestimmt noch raushandeln. Ein bisschen Fingergymnastik. Ja, mal andere Gymnastik als Knöpfe drücken. Das neue freischalten, damit es dir nicht immer wieder auf die Nerven geht. Plüpp. Du hast den Garten gefunden. Den Keller. Oh, den Keller. Aber ich schätze, ich kann jetzt auch mit dem Bär, mit den Filmsachen weitermachen. Bestimmt. Würde ich vermuten. Ich versprügel das Fernglas. Für gutes Glück. Ja, jetzt kannst du die Zugsause machen. Viel Spaß! Ja, du wirst dich vermutlich von A nach B schwingen müssen. Richtig. Ach, kein Problem. Klettern wir den Zug ganz nach vorne. Eben. Go on in! We're getting ready to shoot the biggest action movie in bird history! The movie? It's gonna be the bomb! I mean bomb in the good way, Picnic. Warte, ich stürze mich irgendwie runter, ist einfacher für alle Beteiligten.
Als üblich. Hm? Blöder Vogel. Haben wir mehr Sprengstoff wie üblich geladen? Als üblich heißt das. Ja. Darf ich dir einen Tipp vielleicht geben? Genau, du solltest bei deinen Ansteckern nochmal gucken. Okay. Du hast da nämlich jetzt gar keinen drin. Den haben sie also einfach mal rausgenommen. Ja, aber der war doch nur geliehen. Der andere war doch nur geliehen. Richtig. Und mehr Steckerplätze kannst du ja kaufen beim Händler. Das hast du ja bisher auch nicht gemacht. Wie, warum sollte ich denn? All right, Lassie. Listen up. I have some bad news. That lever you just pulled, it starts the train self-destruct sequence. And that ain't no joke. It'll blow up. I need a movie with some real intense action! So that's what we're gonna do! The train's gonna blow in a few minutes! But you can save us all, Lassie! Get to the switch at the front of the train to turn it off! And you're better making time, alright? I don't care about the owls or yourself, but you don't dare blow up me train for real! It's my baby! Also wenn wir dein Baby in die Luft jagen und da auch drauf bist, dann macht dir das auch nichts mehr viel aus. Richtig. Ja dann. Okay, da haben wir was getroffen. Ja, zum Beispiel die Kanonen, die da waren. Ach, die interessieren mich nicht. Gut, dass sie noch Musik macht. Ja, dafür werden die bezahlt. Naja, die Musiker auf der Titanic haben auch bis zum Ende gespielt. Du, dein Zug fällt jetzt schon auseinander. Oh, geht der Saft so langsam aus? Das ist überhaupt kein Problem. Du bist vorbereitet. Ich habe ja beide Akku-Packs geladen. Wenn ich das jetzt reinkriege, vernünftig heißt das. Weißt du, die sind beim ersten Mal immer etwas friemelig. So. Vorbereitung, ne? Diesmal gut gelaufen. Würde ich sagen, aber den nimmt er nicht. Oh. Sagen, sollen wir ach, machen, der ist ein Stück abgebrochen. Oh. Von der Verkleidung. Aber wenn es nur die Verkleidung ist, sollte das ja eigentlich nichts tun. Der Kontakt ist damit offen. Okay. Fuchs, ja? Anderer Plan. Ja. Du darfst jetzt aufstehen und ein. Du gehst mal darüber, das rote Kabel mir hier rüber rollen. Ja? Ich bin ja doppelt vorbereitet. Auf dem Weg. Hast du einmal hier schon mal das rote Kabel? Sekunde. Hier sind alle USB-Stecker, die ich gerade. Ja, den kleinen Döngel, den kannst du rausziehen, den brauchen also wir dann. Also den für die Maus. Nein, nicht den. Das ist auch nicht für die Maus, das ist ein Adapter für USB. Den Döngel für mein Headset. Den ganz normalen USB-Stecker, ja. Dann hattest du gerade schon den richtigen in der Hand. Das ist nicht der Düngel für die Maus, das ist der Düngel für mein USB-Set, den du da in der Hand hattest als erstes. Das ist ein Adapter. Ja, ich hab doch hier ganz. Ja, ich sehe das doch von hier nicht. Hier ist auf jeden Fall für Lautsprecher, dann kommt für Headset und dann kommt hier als den USB-Stick. Ja, der kann raus. Der ist für mein Headset. Meine Maus hat keinen USB-Düngel. So.
So, jetzt müsste es eigentlich nicht mehr gehen. So, jetzt hat es begriffen. Er brauchte ein paar Sekunden. So, da geht's. Okay. Dann muss ich die alle aktivieren. Ja gut, jetzt habe ich keinen Weg mehr nach vorne. Oder doch? Oder doch? Ja, du hast dich wieder reingesprengt durch das Fenster. Aber wenn es so im Zug aussieht, dann mache ich mir Gedanken. Jetzt erst. Ja, bisher sah es noch einigermaßen auf ihn zu. Also ich muss sagen, kein Wunder, dass der das Ding unbedingt behalten will. Da muss eine Menge Arbeit reingegangen sein. Oh, you made it! An dem Time! In der letzten Sekunde hättest du das Ding ausdrücken müssen. Eben! Look at how you're running for dear life! Weißt du, was das Problem ist? Ich finde ihn immer noch besser mit seinen Filmen als den Pinguin. Ja. Martin schafft da sowieso allgemein mehr als den Pinguin. Ich hab Plüschtier von dem. The movie we just made. Also ein Plüschtier würde ich mir von dem jetzt nicht besorgen. Oh, ich hab ein Plüschtier. Sagen wir mal so, ich hab's geschenkt gekriegt. Alright, here, take one of these thingamajigs you like. Ich finde den so ein bisschen merkwürdig, so ohne Augen und so. Ja. Ohne Augen ist er ein bisschen merkwürdig, aber grundsätzlich ist es schon ganz cool, dass er dir halbwegs freiwillig immer die Uhren gibt. Schaffner, der gefährliche Zugführer. Ein Mädchen als rücksichtsloser Zünder. Eulen als Eulen. Ich habe die Befürchtung, es wird ein vernichtender Sieg. Ja, ich glaube, die Pinguine haben keine Chance dieses Jahr. Mal wieder. Ey, sag mal so, du hast die Punkte auch massiv hergeholt im ersten Teil von dem Schaffner. Die habe ich nicht so viele Hinweise gefunden. Ich hatte massiv Probleme. Und dann sag mal so, da haben bei mir die Pinguine leider gewonnen. Ja, entdeck du mal noch so einen Zeitriss. Die Preisverleihung. Ja. Glückwunsch, du hast es geschafft. Top Review. 5 Sterne. Neuerweiliger Top-Darsteller. Rechtslage, sicher nichts Illegales hier. Ja. Ja. Er hat die besseren Filme gemacht. Eben. Hey, haben wir gut gemacht. Thank you, thank you. Oh, you're too kind. No, no, please. Keep going. Oh, Lassie, it's you. I did it. I won the annual Bird Movie Award once again. Verdient. Oh, imagine that. Verdient. The grooves must be pulling now, eh? Ich meine, was hat der denn schon gemacht? Der hat mich ein bisschen durch die Stadt rennen lassen und dann hat er so eine Parade gefilmt mit Musik. Das war voll blöd. Yeah. Tiny
insignificant movie prop to add your tiny insignificant efforts in securing my victory. Yeah, I can probably sell it on eBay for dimes and nickels. Also eBird gefällt mir. Ja. You're expecting more or something? Forget it. Go, shush, get out of here. I never want to see your ugly mug again. Nächstes Jahr spiele ich nicht mehr in deinen Filmen. Das hast du jetzt davon. Nächstes Jahr bist du vermutlich nicht mehr da. You're expecting more or something? Richtig. Weil du deine ganzen Uhren zusammen hast und nach Hause fliegen kannst. Okay. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, das andere Ende gefällt mir, glaube ich, besser, weil es das Ende war. Anscheinend. Was passiert denn, wenn die Eulen gewinnen? Die Pinguine. Das ist ein Bosskampf. Das war nicht das Ende. Okay. Alles klar, okay. Ich bin sofort wieder da. Studio. Was passiert, wenn niemand da ist? Aber ich bin doch da. Woher soll ich wissen, was passiert, wenn niemand da ist? Hallo, willkommen im Dead Bird Studio. Was kann ich heute für Sie tun? Ja, du darfst wieder deinen geheimen Eingang nutzen. Sie haben dir nicht die Türen aufgemacht. Hallo, ich bin der Filmstar. Das hätten Sie ja mal machen können. Ich habe in den besten Filmen dieses Jahr mitgespielt. Dummerweise auch in den schlechtesten. Ha, ich habe in allen Filmen mitgespielt. So gut bin ich. Da ist sie plötzlich zur Seite gesegelt. Okay. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was jetzt passieren wird. Ich weiß nur, was beim anderen Ende passiert. Weil Yoshi hat, muss man ja wirklich sagen, das erste Dings hat er ja gerockt. Wie sonst was. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich hin muss. Da schon drüber laufen oder springen, glaube ich. Du musst nur auf die Kamera, dann glaube ich. Drauf. Ja, das habe ich probiert, aber das ist plötzlich zur Seite geflogen. Ah, okay. Kaktusangriff! Wuhu! Ja, diesmal hast du ihn angegriffen. Gute Handhaltung. Mhm. Ja, normal trat sie auch im Regenschirm deine Hand. Dann liegt er ja so über der Schulter. Warum hast du das jetzt eigentlich nicht? Ja, aber warum hat sie denn die Haltung, als hätte sie ihren Regenschirm in der Hand? Weil sie das so programmiert haben? Bald sind wir unten.
Ja, sehr tief unten. Okay. Ist nicht schön hier, lass uns wieder raufgehen. Ach, neue Stealth-Mission. Offiziell darf niemand hier sein. Wenn sie jetzt auch noch das Seil nehmen würde. Ich finde das schön, wie du gerade durch diese elektrische Ladung gesprungen bist. Ich dachte mir auch, das sollte wahrscheinlich nicht so sein. Ich sag mal. Fast. Ich sag mal, du warst genau in der Animation drin, wo sie gerade beim Lauf drauflanden war und ich vermute mal, die waren dann doch so freundlich, um zu sagen, nee, dann kriegst du keinen Schaden, wenn du in der Animation drin bist. Boah! Yoshi! Jetzt willst du es aber echt wissen, oder? Nee. Vorsicht, hier könnten Sachen runterfallen. Plopsch. Und dann taten sie mich hier wieder hin, da war kein Checkpoint. Doch, aber du bist, glaube ich, beim nächsten Checkpoint wieder reingeglöpft. Wieso muss das sein nicht? Also das mit den Seilen ist so minimal frickelig. Ich heb gleich ganz ab. Hey, das mit den Seilen ist furchtbar. Sie will doch kein Filmstar-Map sein. Hör auf, da drüben zu gurgeln. Er klingt ja ein bisschen so wie die Krähen. Jetzt bin ich wieder in diesem Checkpoint gelandet. Mehr Glück als Verstand. Ja, und? Muss doch auch mal gehen. Jetzt weiß ich nur noch nicht, wo ich hin soll. Da links weiter? Wo links weiter? Links. Da wäre ich jetzt so nicht unbedingt drauf gekommen. Naja, da sind die Kugeln.
Die waren da vorne auch auf dem Steg. Die habe ich nur schon eingesammelt. Ja. Und ich finde, der ist sehr schön ausgeleuchtet und so. Also für mich sah das nach dem offensichtlichen Weg aus. Ja, aber da kam ja nichts weiter. Wir sind erst im zweiten Untergeschoss. Ja. Das sind sehr, sehr große Untergeschosse, also sehr hohe. Die Regale sind voll mit Filmen, von denen du noch nie gehört hast. Die Menge an Vogelwortspielen in den Titeln ist erstaunlich. Wer siehst du, von denen du noch nie gehört hast? Ich habe mein erstes Lesen war, von denen du noch nie getötet wurdest. Und das ist, okay. Von denen wurdest du auch noch nie getötet. Auf dem Etikett steht Divergenzpunkte. Durch den Spalt siehst du aber nur einen Magneten und einen Kieselstein. Requisiten! Grün das Auge schaut. Oder ihr seht rote Heringe. Diese Kiste riecht streng. Natürlich. McGuffins. Da leuchtet was. Wieder Garn. Ja. Sprinthutgarn. Sprintgarn. Also Sprinthut. Also ein Springhut würde mir auch gut gefallen. Deshalb. Also ich dachte auch, du springst gerade durch diesen irgendwas mit Sprint. Hoch. Gut, suchen wir einen Weg. So nicht. The Conductor. Noch mehr Sprintgarn oder Springgarn. Okay, von wo soll ich jetzt hin? Kamera lässt sich nicht drehen, oder? Nein. Soll ich denn darauf kommen? Du musst einen Weg irgendwie über die Kiste. Ja, das ist mir selber auch klar, Fuchs. Ich suche den ja gerade. Ich habe dieses Level leider nicht im Kopf auswendig, Yoshi. Sonst würde ich dir definitiv helfen. Da die von da kommen, ist das wahrscheinlich nicht der Weg, den sie vorgesehen haben, aber ich nehme den einfach. Klar. Genau auf die Ecke gekommen. Da sollte sich dann doch eigentlich festhalten können. Immerhin hast du eine gute Methode gefunden, wie du da hochkommst. Ja. Ja. Ob die so gewollt war, wissen wir nicht. Funktioniert sie? Ja. Hmm?
Du hast dein Seil gefunden. Ich bin nicht sicher, ob ich darüber glücklich bin. Seine und ich haben keine gute Geschichte miteinander.